Herzlich willkommen. Im heutigen Video geht es ums Werbetexten und um Werbeanzeigen und um alle Tipps und Tricks rund um dieses Thema. Einfach dranbleiben. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Und es geht jetzt in diesem Video und vor allem auch in den nächsten, die jetzt zu kommen werden von mir, um Werbung. Wie man die Werbetricks verwendet, die auch die Großen in der Werbung verwenden. Ich habe mich jetzt sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, habe ganz interessante Sachen kennengelernt und das möchte ich natürlich nicht für mich behalten. Darum wird es jetzt in den nächsten Videos gehen. Und ja, man kann eben diese Techniken und diese Tricks, die ich jetzt von einem, wirklich ein Werbeprofi aus Amerika gelernt habe, die kann man überall verwenden, wo man möchte. Das kann man in seinen Blogartikeln verwenden, in seinen Videos, bei Facebook-Anzeigen. Man kann das für die Headlines verwenden. Es ist wirklich eine tolle Sache und da kommen jetzt, wie gesagt, einige Videos. Heute möchte ich ganz einfach nur mal mit 8 grundlegenden Bedürfnissen beginnen, die in jedem Menschen von Hause aus, ja, die jeder Mensch programmiert in sich hat. Da kann man sich gar nicht darum wehren, das hat man einfach in sich, das hat die Mutter Natur irgendwie so reinprogrammiert von Beginn an. Und um diese 8 grundlegenden Punkte laut diesem Werbeprofi aus Amerika, um die soll es jetzt gehen in diesem Video und die möchte ich Ihnen jetzt hier vorstellen. Wir haben Bedürfnis Nummer 1, erstens zu überleben, dann generell Genuss und Verlängerung der Lebensdauer. Also da brauchen wir, glaube ich, schon gar nicht mehr länger drüber reden. Jeder möchte gern so lange leben, wie es nur irgendwie geht. Man möchte es genießen und man sieht es ja überall in der Werbung und bei gewissen Produkten und Artikeln, dass jeder Mensch irgendwie versucht, sich zu verjüngern und länger zu leben, wenn es so in eine gewisse Altersstufe geht. Also da kann man sich gar nicht darum herumwehren, wer das in seine Werbeanzeigen einbaut, so eine Technik, der wird auf jeden Fall besseren Erfolg haben, als wenn man das nicht machen würde. Dann Punkt Nummer 2, gutes Essen und Getränke genießen. Versuchen Sie sich mal gegen den Drang zu essen oder zu trinken zu wehren. Sie haben keine Chance, das ist rein programmiert. Auch das ist ein richtiger Punkt. Wer das einbaut, der wird sicherlich gute Erfolge haben. Das ist ein Bedürfnis, wo man nicht drumherum kann. Dann ganz ein großer, wichtiger Punkt, frei zu sein von Schmerzen, vor Angst und vor Gefahr. Wer schon mal Schmerzen hatte, der hat sicherlich alles darum getan, dass diese Schmerzen wieder verschwinden, denn man läuft einfach nicht rund. Angst ist auch ein furchtbares Gefühl, jeder möchte Angst vermeiden und wenn man Angst hat, sieht man auch wieder ganz schnell zu, dass man diese wieder los wird und mit Gefahr ist es das Gleiche. Das sind alles Punkte, die sind wirklich verwurzelt. Dann einer der größten Punkte, die in der Werbeindustrie genutzt werden, ist, dass jeder Mensch nach sexueller Erfüllung strebt. Also das ist auch etwas, das kann kein Mensch abdrehen. Weiterer sehr, sehr wichtiger Punkt. Dann komfortabel wohnen. Jeder Mensch möchte gerne schön wohnen, nach seinen Bedürfnissen gerecht wohnen. Das ist es ist eigentlich bei jedem Punkt, ich sage es immer wieder jetzt dazu, aber jeder Punkt ist hier einfach etwas, was programmiert ist, wo man nicht drumherum kann. Also komfortabel wohnen. Dann jeder möchte gerne überlegen sein und ein Gewinner sein. Wie schön ist es, wenn man etwas gewinnt? Keiner ist gerne Letzter von Haus aus und niemandem gefällt das. Jeder möchte ein Sieger sein. Wenn man so etwas mit einer Werbeanzeige, irgendwie mit ihrem Produkt, wenn sie das ein Gefühl erzeugen können, dass man zum Gewinner wird oder bessere Chancen hat, ein Gewinner zu werden durch das Produkt, dann wird er höchstwahrscheinlich leichter gekauft, als wenn man das jetzt nicht macht. Dann seine Liebsten zu beschützen und in Sicherheit zu wissen. Sie können das Gefühl auf keinen Fall abschalten, dass Sie keine Angst mehr haben, wenn Ihr kleines Kind zur Schule geht. Da haben Sie immer irgendwie im Kopf, hoffentlich schaut es nach links und rechts, bevor es über die Straße geht. Hoffentlich erwischt es den Schulbus, hoffentlich wird es nicht entführt. Das sind alles Gedanken, die hat man einfach drinnen. Und wenn Sie irgendwie ein Produkt haben oder damit arbeiten, dass ein Schutz da ist für die Kinder oder dass es irgendwie einen, dass es das leichter macht und ihnen die Angst nimmt, dann zieht das. Das ist einfach, da gibt es jetzt momentan gerade diese Amazon Prime Werbung und
Da ist diese Situation, wo der Vater seinen kleinen Sohn in den Kindergarten bringt und der Sohn ist wirklich schüchtern und die anderen Kinder, die beachten ihn nicht. Und man sieht den Vater ganz, ja, ganz fertig eigentlich nochmal beim Fenster reinschauen und der sieht, wie leid ihm sein Kind tut, weil es irgendwie keinen Anschluss findet. Was macht er? Er schaut am Handy nach, sucht nach irgendetwas und man weiß im Moment nicht, was es wird, aber man sieht, er kauft etwas bei Amazon. 2 Tage später ist ein Superman-Anzug da. Das Kind zieht den Superman-Anzug an, geht in den Kindergarten, alle Kinder laufen hin und ja, möchten jetzt mit diesem Kind spielen, weil der so einen lustigen Superman-Anzug hat. Und dann sieht man den Vater glücklich lachen. Also das ist momentan eine Werbung, die trifft genau mit diesem Punkt zu. Also ich war da schon wirklich fast verleitet, auch dieses Amazon Prime jetzt zu abonnieren, weil, obwohl ich nicht mal Kinder habe, aber das geht einfach rein, weil es einfach etwas ist, was in jedem Menschen programmiert ist. Eine sehr effektive Werbestrategie, die Amazon jetzt gerade fährt. Und das können Sie auch, wenn Sie diese Punkte einbauen. Der letzte Punkt von diesen 8 wirklich grundlegend programmierten Dinge ist die soziale Anerkennung. Jeder möchte gerne soziale Anerkennung haben. Das ist auch in allen drinnen. Und wenn Sie irgendein Produkt haben oder eine Strategie wählen können, wie man durch Ihre Dienstleistung und Ihr Produkt eine bessere soziale Anerkennung bekommt, dann verkauft sich das auch viel, viel leichter als sonst. Das war jetzt mal das erste Video. Das sind die 8 wirklich grundlegenden Bedürfnisse, die jeder Mensch in sich hat gewesen. Nutzen Sie diese in allen Ihren Texten und Videos und was Sie sonst so alles machen, Anzeigen und so weiter. Und das war es jetzt mal zu diesem Video. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann würde ich mich über ein Gefällt mir freuen. Gerne können Sie mir auch Ihre Kommentare unter dem Video hinterlassen. Und ja, abonnieren Sie meinen Kanal. Das geht hier irgendwo jetzt im Video mit einem einzigen Klick. Dann bekommen Sie immer wieder die nächsten Updates. Gut, das war's jetzt von mir. Bis zum nächsten Video. Wiedersehen. Einen kleinen Moment noch. Wenn Sie gerne lernen möchten, wie Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen im Internet vermarkten und verkaufen können, oder wenn Sie einfach grundlegend lernen möchten, wie Sie im Internet Geld verdienen können, dann kann ich Ihnen eine Webseite empfehlen, wo Sie die Anleitung und das Training dafür zum Nulltarif bekommen. Alles, was Sie jetzt tun müssen, ist, klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Bis gleich.